Der ARD Radio Tatort. Freitag, 6. Mai, 22.23 Uhr. Unsere Narrenkappe waren Ulk auf die Preußen, aber später hat Kölns Feuerwehr im Dienst so ja die Pickelhaube getragen. Freiwillig. Für mich ist das ein Beweis. Preußen und das Rheinland passen zusammen. Wenn Sie nur wollen. In diesem Sinne wünsche ich unserem Brautpaar, dir, lieber Mark, und dir, mein liebes Töchterlein, eine glückliche Ehe. Mit der rheinischen Narrenkappe als Zeichen des Frohsinns und der preußischen Pickelhaube als Symbol einer notwendigen Disziplin, die ja wohl auch zum Leben dazugehört. Ein Radau ist das. Das ist ein Park, keine Tanzdiele. Komm, Susi, wir gehen nach Hause. Na nun, komm doch, lass dich nicht so zerren. Der Mai macht dir ganz verrückt, wa? Was hast du denn? Was ist denn das? Mensch, Susi, geh da weg. Da liegt ja einer. Geh da doch nicht ran. Man weiß, was der für Krankheiten hat. Traumhochzeit von Tom Peukert. Cold is my blood, gold is the name. Wishful material, gold is the name. Come to say the word. I want you. Flieder. Herrlich. Wo hast du den her? Geklaut? Ich klau nicht. Ich bin Polizist. Schade. Wäre romantisch gewesen. Der hing übern Zaun. Kannst du schon als romantisch betrachten. Du bist süß. Du auch. Und nun? Ich jedenfalls könnte eine Flasche Sekt anbieten. Bei mir. Okay. Ende der Romantik? Quatsch. Hast du was gehört? Schädelfraktur, innere Blutung, Ödem. Wahrscheinlich hat er das hier abbekommen. Ruderer Kristallbrühe. Vornehm geht die Welt zugrunde. Hm. Der Arzt sagt, das passt. Mit einer Champagnerflasche erschlagen. Lag im Brunnen. Im Schlamm. Was ist das für eine Kneipe? Das ist keine Kneipe, Mann. Das ist eine Location. Park Lounge. Hip und teuer, steht in jedem Berlin-Reiseführer. Ah, da drüben wartet übrigens der Chef. Der Schrank da. Vom Türsteher zum Eventmanager. Nicht schlecht. Sie sind der Geschäftsführer?
Besitzer. Jackie. Haben Sie ihn gefunden? Alte Dame mit Hund, kam bei mir reingerauscht. Polizei, Polizei, habe ich dann angerufen. Kennen Sie den Toten? Ein Gast. Ach, da sind Sie sicher. Hat mir der Bräutigam gesagt. Bei uns wird heute Hochzeit gefeiert. Die Gäste warten im Restaurant. Wo ist eigentlich Lehmann? Wenn ich das wüsste. Wie viele Gäste sind es? Ich habe für 48 Personen eingedeckt. Sagen Sie, Röderer Kristall Brü, der wird bei Ihnen ausgeschenkt? Eigentlich nicht, aber heute schon. 50 Flaschen. Wissen Sie, wie viel das kostet? Funktioniert das? Ja. Meine Damen und Herren, wenn ich um Ruhe bitten darf. Ruhe bitte. Dankeschön. Mein Name ist Polanski, Oberkommissar Polanski, Landeskriminalamt Berlin. Wie es sich vielleicht schon herumgesprochen hat, ist draußen am Brunnen einer der Gäste einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Ruhe! Wir werden auf Sie zukommen und Sie vernehmen. Jeder kleine Hinweis ist wichtig. Was haben Sie gesehen? Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Wir werden also einzeln auf Sie zukommen und Ihnen Fragen stellen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Freitag, 23.24 Uhr. Marc Wegener? Ja? Sind Sie der Bräutigam? Ja. Glückwunsch. Ja, danke. Sie wissen, wer der Tote ist? Kai, ein Cousin von mir. Der Arzt sagt, es ist vor ungefähr anderthalb Stunden passiert. Am Brunnen. 50 Meter vom Restaurant entfernt. Ich habe getanzt. Wir haben alle getanzt. Plötzlich steht Sonnemann vor mir. Jackie, der Wirt. Sonnemann sagt, ich soll mit raus. Da liegt jemand. Haben Sie eine Ahnung, was passiert ist? Überhaupt nicht. Aber... Ja? Mit Kai gab's immer Ärger. Mann. Sie werden das sowieso feststellen. Er war im Gefängnis. Drogen. Mann. Er war ein Idiot. Der Wirt sagt, Sie haben fast 50 Gäste eingeladen. Alles Familie. Meine und die von Tessa. Also, meine Frau. Wo steckst du denn? Mein Vater. Mensch, Marc. Jetzt nicht, Uwe. Die geben uns keine Getränke mehr. Mein Vater hat zu viel getrunken. Ja, schön wär's. Du zahlst dein Vermögen und jetzt ist hier Pumpe. Danke erstmal, Herr Wegener. Ich spreche kurz mit Ihrem Vater. Sie sehen doch. Das ist kein Problem. Dafür haben wir Verständnis. Freitag, 23.34 Uhr. Herr Wegener, Sie haben schon mitbekommen, warum wir hier sind. Ich habe was getrunken, aber ich bin nicht besoffen. Können Sie mir irgendwas sagen zu dem, was da draußen passiert ist? Gab Streit? Hat Kai sich mit jemandem angelegt? Ich habe zu meinem Sohn gesagt, wieso hast du den eingeladen? Der gehört nicht zu uns. Der ist Abschaum. Haben Sie irgendwas beobachtet, Herr Wegener? Ich habe nichts beobachtet, ich habe Hochzeit gefeiert. Prost. Hast du eigentlich so einen Polizeinamen? Polizeinamen? Naja, sowas wie Wachtmeister. Ach, das meinst du? Ja, sag Wachtmeister, wenn du willst. Wachtmeister Obermoser. Meinetwegen Wachtmeister Obermoser. Prost. Wachtmeister Obermoser. Prost. So, jetzt küssen. Okay. Freitag, 23.46 Uhr. Marc Wegener feiert oft bei mir, geschäftlich, mit seinen Kunden. Was für ein Geschäft betreibt Herr Wegener denn? Finanzbusiness. Gold. Der Goldjunge, sage ich immer. 50 Flaschen Röderer. Einfach zum Wegschlürfen. Prost. Haben Sie den Wagenpark gesehen? Das ist das teuerste, was in Deutschland verkauft wird. Wie finden Sie die Braut? Habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Miss Nordrhein-Westfalen 2014. Wenn das kein Erfolg ist, für den Bräutigam. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen während der Feier, Herr Sonnemann? Jackie. Jackie.
Wir feiern seit heute Mittag. 5-Gänge-Menü, Kaffeebar, Torte, Champagner. Ein Clown für die Kinder. Die Erwachsenen wollen vor allem tanzen. Abends habe ich gegrillt, Entrecote, Maispolade, Merguez. Passen zusammen. Hier läuft heute sowas wie eine Familienzusammenführung. Der Bräutigam ist Berliner, die Braut kommt aus Köln. Ich habe mich gefragt, ob man das sieht, wo jeder so herkommt. Wer gehört zu wem? Wer ist Berlin? Wer Rheinland? Soll ich Ihnen was sagen? Man sieht das. Herr Sonnemann. Jackie. Haben Sie irgendeinen Hinweis für uns? Seien Sie doch nicht so ungeduldig. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Es gab Krach. Du redest Scheiße. Du redest einfach nur Scheiße. Cholerischer Anfall. Furchtbar. Der Bräutigam brüllt seine Braut an mitten auf der Tanzfläche, dann rennt er weg. Wissen Sie, worum es ging? Keine Ahnung. Der Bräutigam rennt weg. Richtig weg oder bloß raus auf die Terrasse? Tut mir leid, ich habe nicht auf ihn aufgepasst. So, wir haben jetzt die Personalien von sämtlichen Gästen. Sollen die alle da bleiben? Erstmal ja. Okay. Das Opfer war angeblich vorbestraft. Kannst du das überprüfen? Mhm, schon gemacht. Kai Wegner. Handel mit Betäubungsmitteln. Wiederholungstäter, 16 Monate. Gut. Schaust du, ob wir was über den Vater des Bräutigams haben, Uwe Wegner? Mhm, mach ich. Und prüf mal, womit Mark Wegner hier die Spesen erwirtschaftet, Anlagegeschäfte. Gold, sowas. Auf dem Weg. Freitag, 23:59 Uhr. Lehmann, bitte um Informationen kurz und präzise. Frau Wegner? Tessa Wegner? Seit heute Wegner, ja. Tolles Kleid. Danke. Dürfen Sie das? Komplimente machen? Darf ich. Kannten Sie Kai Wegner gut? Überhaupt nicht. Mark hat mir von ihm erzählt, schwarzes Schaf der Familie und so. Ich war nicht neugierig. Als Kai das letzte Mal im Restaurant gesehen wurde, stand er auf der Terrasse. Bisschen abseits. Zusammen mit Ihnen. Frau Wegner? Er hat gekifft. Ich habe ihn gefragt, ob er was hat. Und, hatte er was? Bisschen. Boah, ist gut. Ist gutes Zeug. Wenn du mehr brauchst, sag Bescheid. Okay. Ich habe ein paar Züge genommen, mit Kai gequatscht. Kurz. Tanzen wir? Nee, lass mal. Dann eben nicht. Trotzdem danke. Ist gutes Zeug. Und dann bin ich wieder rein. Zusammen mit Kai? Nein. Sie hatten Streit mit ihrem Mann beim Tanzen. War wütend, weil sie gekifft haben. Nein. Warum dann? Das ist voll peinlich. Also, das ist privat. Frau Wegner, der Cousin ihres Mannes wurde erschlagen während ihrer Hochzeitsfeier. Wenn da Fragen nicht beantwortet werden, mache ich mir privat ganz komische Gedanken. Es war wegen meiner Mutter. Mark hat sich total aufgeregt. Gab's Probleme? Mama hatte eine Aussprache mit Mark. Kurz vorher. Was Geschäftliches. Wenn die was will, dann kriegt sie's auch. Mark war ganz blass hinterher. Hey, Schatz. Geht's dir schlecht, weil du mich geheiratet hast? Ich weiß nicht, was los war mit ihm. Mensch, Mama ist, wie sie ist. Da musst du locker bleiben. Mann, sei doch nicht so zickig. Plötzlich rastet er aus. Das ist Scheiße. Du redest einfach nur Scheiße. Voll peinlich. Lehmann, bitte um Informationen kurz und präzise. Lehmann, geh ran. Ich weiß nicht, ob du den Sinn des Wortes Bereitschaft wirklich kapiert hast. Aber falls du nicht auf der Intensivstation liegst, dann gibt das ein Disziplinarverfahren. Und zwar ein fettes. Mensch, ich brauch dich. Und zwar dringend. Was machst du denn? Sagen Sie, Jackie, das Getränk des Abends, dieser Champagner, Röderer. Crystal. Guter Stoff. Standen die Flaschen überall rum oder hatten Sie das unter Kontrolle? Wir tragen den glasweise raus. Die Flaschen bleiben in der Bar. Es sei denn, jemand hat so großen Durst wie der alte Indianer. Der alte Indianer? Wenn dein Haar dünn wird, schneid es ab. Ich vermute, Sie meinen den Vater des Bräutigams. Wegener Senior. Ab 40 musst du regelmäßig prüfen, was noch geht, so haartechnisch. Der alte Indianer hatte also großen Durst. Er hat sich eine Flasche gegriffen, direkt aus der Bar. Ich stand daneben.
Ich darf das. Dünnes Haar, dicke Hose. Und stand die Flasche danach noch auf seinem Tisch? Vermutlich. Wurde die später abgeräumt? Denke schon. Könnten Sie das für mich rauskriegen? Kann ich die Kollegen fragen. Machen Sie das. Jetzt gleich? Ja, doch. Wegners Firma heißt Kingsgold. Sie handeln mit Gold. Alleininhaber? Marc Wegner. Der Goldjunge. Laut Website haben sie ständig mehrere Tonnen Gold im Tresor. Wow. Berge aus Gold. Naja, das sind so Barren. Verschiedene Größen. 100 Gramm, 500, ein Kilo. Uwe Wegner ist angestellt in der Firma. Als Sales Manager. Der Vater meinem Sohn. Wir vergolden ihr Vermögen. Steht bei denen auf der Website. Frühling, Jugend der Natur. Süß, nicht dauernd. Nur Duft und Labsal eines Augenblicks. Na, von wem? Keine Ahnung. Typisch Bulle. Shakespeare, Hamlet. Sag nicht Bulle. Bullen sind groß und stark. Sowas gefällt den Frauen. Okay. Sagst du immer okay, wenn du verlegen bist? Wollen wir das jetzt mal aus dem Fenster werfen? Ja, nein. Tut mir leid. Ich klär das mal. Streit. Naja, ich habe überreagiert. Samstag, 7. Mai, 0 Uhr 20. Es gibt Dinge, da können Tessa und ich uns nie einigen. Warum interessiert sie das? Ihre Frau sagt, es ging um ihre Schwiegermutter. Ja, das ist doch klassisch. Was kennen Sie doch, die Schwiegermutter? Sie haben nach dem Streit das Restaurant verlassen. Sie waren längere Zeit nicht anwesend. Ich bin spazieren gegangen. Einer rauchen. Wo denn? Einmal um den Teich. Ein paar Wege. Alleine, im Dunkeln? Ich musste irgendwie runterkommen. Es war mir peinlich. Man denkt, die eigene Hochzeit genießt du in vollen Zügen. Und dann ist das Stress pur. Samstag, 0 Uhr 27. Das müssen Sie sich mal vorstellen, Herr Kommissar. Meine Tochter heiratet nach Berlin. Als ich das gehört habe, war ich erstmal überhaupt nicht happy. Die Preußen, ein Kapitel für sich. Aber Liebe ist ja eine Naturgewalt. Kannten Sie Kai Wegner? Der bedauernswerte junge Mann? Nein, wurde mir nicht vorgestellt. Oh, und falls Sie jetzt wissen wollen, ob ich irgendwas zu dem Unglück sagen kann, tut mir leid. Ich habe mich amüsiert, bis plötzlich alle nach draußen stürzt. Es gab eine Sache, die dürfte nicht so amüsant gewesen sein, schon vorher. Ja? Helfen Sie mir bitte auf die Sprünge? Ihr Schwiegersohn hat sich merkwürdig benommen, gegenüber Ihrer Tochter, vor allen Leuten. Ach, das meinen Sie. Das nehme ich nicht so tragisch. Heiraten ist strapaziös. Habe ich am eigenen Leibe erlebt. 3 Mal. Ihre Tochter sagt, er hat wegen Ihnen die Nerven verloren. So? Und was hat das konkret mit dem toten jungen Mann zu tun? Sie hatten eine Aussprache mit ihrem Schwiegersohn. Während der Feier. Geschäftlich, sagt ihre Tochter. Ich habe Marc um ein paar Auskünfte gebeten. Das ist richtig. Sie haben geschäftliche Beziehungen? Unter anderem. Unter anderem auch das. Interessantes Geschäftsmodell bei Kingsgold. Erzähl. Ja, die Leute legen ihr Geld in Gold an, das sie von Kingsgold kaufen. Aber das Gold bleibt im Tresor der Firma. Die Firma ist Treuhänder oder sowas. Und jetzt kommt's. Kingsgold zahlt den Kunden Zinsen auf das Gold wie auf eine Geldanlage. Mehr als beim Sparbuch. Viel mehr. Nach 3, 5, 8 Jahren, je nach Vertrag, kauft Kingsgold das Gold zurück zum ursprünglichen Kaufpreis. Und das funktioniert? Scheint so. Guck dir die Typen doch an. Und die Hochzeitsfeier. 50 Flaschen Röderer Crystal. Einfach zum Wegschlürfen. Samstag, 0 Uhr 41.
Entschuldigung. Mir ist noch was eingefallen. Ja? Kai hatte irgendwie Trouble mit jemand aus dem Restaurant. Was heißt das? Trouble? Ich habe die gesehen im Gang vorm Klo. Die standen da, als ob sie sich prügeln wollen. Und als ich kam, ist er abgehauen. Wer? Der aus dem Restaurant. Haben Sie Kai gefragt, worum es ging? Kai hat irgendwas gemurmelt, Blödmann und so. Und dann ist er selber weg. Woher wissen Sie, dass es jemand aus dem Restaurant war? Weiße Jacke, weiße Hose, Schürze. Würden Sie den wiedererkennen? Klar. Gegen Kingsgold wird ermittelt. Bei uns, Abteilung 2. Jetzt nicht. Pardon, ich dachte nur... Später. Ja, ja, ja! Samstag, 0:49. Dieser kleine, verschissene Dealer. Unter den ganzen Protzgästen. Ich dachte, ich spinne. Woher kannten Sie Kai Wegner? Ja, ich hab was gekauft. In dem Club. Ich kiff ab und zu, ne? Nur Eigenbedarf. Das war das beschissenste Zeug, das ich jemals hatte. Es war nichts. Niente, nada, überhaupt nichts. Und jetzt sehen Sie ihn wieder. Ja. Sie stellen ihn zur Rede. Ich habe ihn gesehen von der Küche aus. Sie haben Wut. Aber dann kommt jemand und stört Sie. Ich habe ihm nichts getan. Am Boden stört Sie niemand. Ach, Blödsinn. Sie haben die Beherrschung verloren. Nein, Mann! Warum haben Sie die Flasche aus dem Restaurant mitgenommen? Ich war nicht da draußen. Scheiße, verdammte Scheiße nochmal. Philipp Renz. Küchenhilfe, vorbestraft. Körperverletzung. Mehrfach. Passt doch. Naja, weiß nicht. Ging doch bloß um schlechtes Gras, oder? Abend, Kollegen. Lehmann. Hi, Alex. Lehmann. Blitzstart zum Dienst, würde ich sagen. Was läuft? Was soll ich machen? Du. Du machst jetzt erstmal einen Spaziergang mit mir. Okay, Alex. Alex, jetzt hör doch erstmal zu, bevor du rumbrüllst. Mann, ich... Hanna. Sie heißt Hanna. Sie sitzt in der S-Bahn mir gegenüber und ich habe sie angeglotzt. Und plötzlich lächelt sie mich an. Total offen. Sie sieht unglaublich toll aus. Ich sag mir, Herr Lehmann, das ist jetzt eine Chance. Das ist jetzt wirklich vielleicht mal eine echte Chance. Mensch, Alex, ich mach doch diesen Mist im Internet, das weißt du doch. Das kannst du alles vergessen, das ist Lotto. Ich bin ja kein Frauenheld, das weißt du doch. Also ich sage mir, Mensch, quatsch sie an, Lehmann. Quatsch sie unbedingt an. Aber mir fällt nichts ein. Absolut nichts. Gar nichts. Blackout. Filmriss. Und dann frage ich, ob sie schon was vorhat heute Abend. Wie so ein Idiot. Also, hast du schon was vor heute Abend? Ich weiß doch, dass ich Bereitschaft habe. Wollte ich doch gar nicht, aber mir fällt nichts ein. Verstehst du? Mir fällt nichts ein. Und sie? Nein. Ich habe nichts vor heute Abend. Verstehst du? Hörst du mir überhaupt zu? Was sind das eigentlich für Vögel, Lehmann? Ja, Nachtigallen. Was sind Nachtigallen, Alex? Ich dachte, die gibt's nur ganz selten. Die gibt's in jedem Berliner Park. Im Mai singen die wie verrückt. Ist Paarungszeit. Ja, wahrscheinlich fragen die sich gegenseitig, ob sie schon was vorhaben heute Abend. Was? Ja, Mensch, Alex, ja, wahrscheinlich. Also, jetzt, was hast du schon? Tote am Brunnen. Mit einer Champagnerflasche erschlagen. Wahrscheinlich. Ziemlich steile Fliege. Jota. Extrem. Variante 1. Dieser Hilfskoch. Philipp Renz. Rache wegen dieser Drogen. Der klingt doch nach Feierabend. Lehmann. Entschuldigung. Und 2. Kai Wegner. Hat überall Ärger gemacht. Es gibt eine Menge Leute, die wütend auf ihn sind. Jemand lauert ihm auf, in einer dunklen Ecke. Zufall, dass es gerade heute Abend passiert. Gut, und was noch? Variante 3. Die Familie. Irgendwas verschweigen die. Samstag, 1:19. Darf ich fragen, warum Sie meinen Angestellten von der Arbeit abhalten? Sie dürfen erst mal nicht fragen, Herr Sonnemann. Jackie. Bei mir kriegen auch Leute mit kleinen Macken ihre Chance. Ich bin da nicht pingelig. Philipp ist nicht ohne, weiß ich doch. Aber das ist kein schlechter Kerl. Wir überprüfen das, Herr Sonnemann. Jackie,
Sagen Sie bitte Jackie. Sehr gut, Jackie. Guten Abend. Morgen. Das ist mein Kollege, Kommissar Lehmann. Sie haben doch wegen der Champagnerflasche gefragt. Vom alten Indianer? Wurde nicht abgeräumt, kann sich jedenfalls kein Kollege erinnern. Steht doch nicht in der Bar. Die einzige Flasche, die uns fehlt. Ich habe nachgezählt. Hört ihr mir jetzt endlich mal zu? Wir hören dir immer zu. Ja, ja. Also, wie ich bereits vorhin mitzuteilen versuchte. Gegen Kingsgold wird ermittelt. Abteilung 2, die haben eine Akte. Und was steht drin? Weiß ich doch nicht. Die 2 hat keine Bereitschaft. Haben wir eine private Nummer? Ey, Leute, es ist nach Mitternacht. Ihr könnt Montag früh da anrufen. Hallo 2. Und wenn einer von denen nach Hause will, können wir ihn nicht festhalten. Aber das sagen wir ihnen nicht. Nee, das sagen wir denen bestimmt nicht. Ich sehe was, was du nicht siehst. Was? Na, da oben. Hä? Ja, du musst dich herstellen. Wie bei der Kabine, siehst du? Sag mal, überwacht er sein Pissoir? Mein lieber Herr Sollemann, sagt Jackie zu ihm. Wissen Sie, was ich hier alles erlebe? Wenn ich da immer Ihre Kollegen anrufen würde. Ich bin ein Kontrollfreak, ja. Sie überwachen Ihre Toiletten. Was sieht man denn sonst noch so bei Ihnen? Parkplatz, Terrasse, die Gasträume. Alle? Hm. Aber am Brunnen haben Sie keine Kamera. Nein, ich bin auch kein Parkwächter. Ich bin's. Du, ich komme hier nicht weg. Jedenfalls nicht so bald. Das ist aber schade. Ja, finde ich auch. Und morgen, wie sieht's bei dir morgen aus? Lehmann, jetzt komm endlich! Entschuldige, ich ruf dich an, ja? Na gut. Okay, schlaf gut, du. Ja, schlaf gut. Samstag, 2:08. Wir haben jetzt genaue Angaben über den Zeitpunkt der Tat, Herr Wegner. Der Arzt hat sich festgelegt, zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr. Sie haben das Restaurant kurz vor 22 Uhr verlassen. Nach dem Streit mit Ihrer Frau. Sie sind spazieren gegangen. Das habe ich doch bereits gesagt. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. 22.08 Uhr waren Sie auf dem Parkplatz, vorm Restaurant. Sie gehen zu Ihrem Auto, öffnen die Tür, holen was aus dem Wagen. Mercedes GLK Schwarz, das ist doch Ihr Auto? Ja. Was haben Sie denn geholt, Herr Wegner? Ein Taschentuch. Ein Taschentuch. Papier oder Stoff? Ein Zellstofftaschentuch. Und danach? Bin ich weiter spazieren gegangen. Mit Ihrem Taschentuch. Wo ist das Problem? Ein Zellstofftaschentuch, sagen Sie. Sie haben das Ding aus der Packung genommen und eingesteckt. Ja doch. Können Sie uns das beschreiben, was Sie da gemacht haben? Wie bitte? Es gibt eine Videoaufzeichnung. 22.08 Uhr auf dem Parkplatz. Sie an Ihrem Auto. Sie sind genau zu dem Zeitpunkt nicht im Restaurant, an dem Ihr Cousin erschlagen wird. Beschreiben Sie uns bitte, wie Sie das Taschentuch aus Ihrem Wagen holen. Ich mache die Tür auf, Beifahrerseite, öffne das Handschuhfach und nehme ein Taschentuch raus. Ein Zellstofftaschentuch? Ja! Ziehen das Ding einfach aus der Packung? Verdammt nochmal, ja! Ich ziehe das Ding aus einer Packung. Und weiter nehmen Sie nichts aus dem Handschuhfach? Nein. Sie stecken das ein. Ein einzelnes Taschentuch, das Sie zuvor aus einer Packung gezogen haben, richtig? Mein Gott, ja! Dann dürfte der Rest der Packung noch im Wagen sein. Kommen Sie bitte mal mit. Wir würden das gerne überprüfen. Das war keine Packung. Das war einzeln. Herr Wegner, nachdem Sie die Autotür geschlossen haben, stecken Sie etwas in die innere Brusttasche Ihres Sakkos. Da steckt man keine Taschentücher hin. Das war auch kein Taschentuch. Das war größer. Was war es denn, Herr Wegner? Wir lassen die Videoaufnahme bearbeiten. Das dauert nur ein bisschen. Wenn Sie uns die Sache inzwischen etwas erleichtern könnten. Was haben Sie aus Ihrem Auto geholt? Briefumschlag. Ein Briefumschlag? Brauner Umschlag, A5. Was war da drin? Das wissen Sie doch. Zeigen Sie uns bitte den Umschlag. Den haben Sie doch bei Kai gefunden. Da war kein Umschlag. Nix Bargeld. Habt ihr überall gesucht? Ja, was denkst du denn? 30 Euro im Portemonnaie, das ist alles. Ich hab noch was für euch. Gute und schlechte Nachricht. Zuerst die gute. Kai Wegner hat eine Flasche abbekommen. Die Verletzungen sind eindeutig. Und die schlechte? Lass mich raten. Keine Fingerabdrücke an dem Röderer.
Total verschmiert. Lag im Schlamm, sorry. Fuck. Und was ist mit Abteilung 2? Hast du eine Telefonnummer? Nee, da gibt's keine. Ich rufe da jetzt auch niemanden an. Um 2:30. Wir müssen aber wissen, warum die ermitteln. Ach Mann, das nervt. Ich könnte da reingehen. Bei denen. Wie? Reingehen? In die Akte. Passwortmäßig sind die Kollegen meistens nicht sehr kreativ. Merken die das? Kann sein. Ich sage, ihr habt mich gezwungen. Spinnst du? Das war ein Scherz, Jungs. Ein Scherz. Sie waren also mit ihrem Cousin am Brunnen. Ich habe Kai Geld gegeben. Hier. Wie viel ist das? Wie viel? Sag doch. Er war pleite, wieder mal. Er kriegt's bei der Hochzeit, habe ich versprochen. Ich bin zum Auto, hab den Umschlag geholt. Und dann? Nachdem Sie ihm das Geld gegeben haben? Bin ich zurück ins Restaurant. Alleine? Ich habe ihn da stehen lassen. Ich wollte mich endlich bei Tessa entschuldigen. Mann, Leute, wisst ihr eigentlich, wie spät es ist? Danke für Ihr Verständnis. Ich will nach Hause, Mensch. Herr Wegner, Sie sind doch in der Firma Ihres Sohnes angestellt. Ja, und? Was ist denn da Ihre Aufgabe? Vertrieb, ich mache den Vertrieb. Sie verkaufen Gold? Ich zahle auch noch Zinsen dafür. Sie lagern das Gold ein und nach vereinbarten Fristen kaufen Sie es zurück, wenn wir das richtig verstanden haben. Ja. Und? Warum tun Sie das? Ich meine, was ist Ihr geschäftliches Interesse? Da müssen wir uns in Ruhe zusammensetzen. Ich erkläre die Anlage, so machen wir das mit unseren Kunden. Sie waren längere Zeit nicht im Restaurant, Herr Wegner, gegen 21:45, ungefähr 20 Minuten, nachdem Ihr Sohn seine Frau angebrüllt hat. Wo waren Sie denn? Da, wo auch der Papst zu Fuß hingeht. Hat gedauert. Nein, Herr Wegner. Was? Nein. Ich sag Ihnen was Unangenehmes. In diesem Lokal werden die Toiletten mit Kameras überwacht. Schön ist es nicht. Sie waren nicht auf dem Klo, absolut nicht. Nicht mal auf der Damentoilette. Mann, ich hab zu viel getrunken. Keine Ahnung, wo ich war. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich irgendwo eingepennt. Sag ich doch. Total unkreativ. Goldfinger. Ihr Passwort heißt Goldfinger. Was steht in der Akte? Es gibt einen Artikel in einer Zeitschrift namens Finanztest. Der Goldmarkt, Chancen und Risiken. In diesem Artikel wird das Geschäftsmodell von Kings Gold angezweifelt. So könne man nicht die Gewinne erwirtschaften, die Kings Gold den Kunden verspricht. Das lässt der Markt nicht zu. Danach hat jemand die Firma angezeigt. Anonym. Verdacht auf Massenbetrug. Da wird man nervös. Schreit seine Braut an. Die Firma weiß noch nichts von den Ermittlungen. Aber vom Artikel wissen sie schon. Kings Gold verwaltet 200 Millionen. Wie viel? 200 Millionen Euro. Anlagegeld. Flucht ins Gold. Nach der Finanzkrise. Noch nie gehört? Naja, schon. Doch. Ich frage Sie mal was anderes, Herr Wegner. Sie haben sich eine Flasche Champagner von der Bar geholt, früher am Abend. Da waren Sie vermutlich noch etwas nüchterner. War eigentlich nicht vorgesehen, dass die Gäste sich selbst bedienen? Ist doch alles bezahlt. Natürlich. 50 Flaschen Röderer. Erinnern Sie sich, was aus dieser Flasche geworden ist? Nachdem Sie sich vermutlich eingeschenkt haben. Haben Sie die irgendwo abgestellt? Auf meinen Tisch. Wo denn sonst? Haben Sie die später mit rausgenommen, als Sie das Lokal verlassen haben? Ich renne doch nicht mit einer Flasche durch die Gegend. Dass Sie draußen waren, aber geben Sie schon zu, ja? Ja. Wo waren Sie denn? Einfach draußen. Füße vertreten. Waren Sie am Brunnen? Bei Ihrem Neffen? Nein. Herr Wegner, die Flasche, die Sie von der Bar genommen haben, ist dieselbe, mit der Kai erschlagen wurde. Sie kennen das doch aus dem Fernsehen. Ein frühes Geständnis wirkt strafmildernd. Ich rede überhaupt nicht mehr mit Ihnen. Ohne meinen Anwalt. Schade. Samstag, 2:59. Wir könnten die alle Montag früh zu uns bestellen. Wir sind kurz vorm Ziel, Lehmann. Wie kommst du denn darauf? Bei denen brennt doch die Hütte. Das merkt man doch. Also, lass uns auf Risiko spielen. Damit wir munter bleiben? Genau.
4 Tonnen Gold. Im Tresor ihres Schwiegersohns. Wie viel davon gehört Ihnen? Was wird das jetzt? Eine Wirtschaftsprüfung? Ich vermute, Sie lesen die Zeitschrift Finanztest. Stellen Sie sich mal vor, so wie mehrere hunderttausend Menschen in Deutschland. Sie wissen, dass die Firma Ihres Schwiegersohns in Schwierigkeiten steckt? Weiß ich. Ja. Er ist aus der Zeitung erfahren? Kein Kommentar. Brauchen wir nicht Ihren Kommentar. Wir schauen uns das alles an, und zwar gründlich. Haben Sie auch Gold gekauft? Bei Kings Gold? Ja. Viel? Seit 2001 steigt der Goldpreis. Ununterbrochen. 2008 ist dann explodiert. Die Finanzkrise. Renditen von 10-12% gehen den gesamten Markt. Eine Blase? Der Preis fällt. Seit 4 Jahren. Langsam, aber stetig. Am Finanzmarkt passiert nichts, was das plausibel macht. Absolut nichts. Fürchten Sie, Ihr Geld zu verlieren? Kann Ihr Schwiegersohn die Gewinne, die er verspricht, gar nicht mehr erwirtschaften? Mark ist ein hochbegabter Unternehmer. War Ihre Aussprache wenigstens erfolgreich? Wir haben eine Einigung erzielt, ja. Auf familiärer Basis? Sie sagen es. Das ist ja ein tolles Geschäftsmodell. Die zahlen Zinsen auf Gold, das an Wert verliert. Das ist eine tolle Idee. Die Hoffnung ist natürlich, das Blatt wendet sich und der Goldpreis steigt wieder. Aber er fällt und fällt und fällt. Eine Weile kann man das ausgleichen, mit Gewinnen, die man vorher gemacht hat. Irgendwann wird's eng. Ah, die Kollegen von der 2 haben die Firmenkonten von Kings Gold überprüft. Es gibt Privatentnahmen durch den Inhaber in den letzten Tagen. Spesen für die Traumhochzeit? Zu viel. Viel zu viel. Der Vater war draußen. Sein Sohn war auch draußen. Ja. Die Flasche war auch draußen. Der Alte hat gelogen. Er war angeblich auf dem Klo. Und dann hat er gesagt, er weiß nicht mehr, wo er war. Der Typ ist widerlich. Das ist aber die Gefahr, Alex. Da willst du, dass er es war. Ja, du bist vielleicht ein Klugscheißer. So, da vorne steht der Bräutigam. Ja. Direkt neben seiner Braut. Ja. Wo ist der Senior? Da. Da kommt er. Wo kommt der denn her? Ja, mach mal zurück. Vom Klo? Nee, die Tür ist auf der anderen Seite. Stimmt. Jackie? Jackie? Hier? Schauen Sie mal bitte, Jackie. Die Tür da hinten, durch die der Vater des Bräutigams kommt. Wo führt die hin? Wirtschaftshof. Ist das öffentlich? Nur für Mitarbeiter. Wieso kommt dann Uwe Wegner da raus? Er war in seinem Auto, schätze ich mal. Der Parkplatz ist vorm Restaurant. Ja, für gewöhnliche Gäste. VIPs parken bei mir auf dem Hof. Da müssen sie nicht 50 Meter zu Fuß gehen. Der Indianer ist einfach vorgefahren, trotz Sperrschild. Aber ich dachte, scheiß drauf, das ist so eine teure Party, da kann er meinetwegen in der Küche parken. Samstag, 3:31 Uhr. Wann wird's eigentlich hell? In einer knappen Stunde. Wollen wir ihn einfach fragen? Ja, er redet ja nicht mehr mit uns ohne seinen Anwalt. Du, ich habe eine Idee. Ein bisschen schäbig. Ja, wenn's was bringt. Dann mal los. Sie können jetzt nach Hause, Herr Wegner, falls Sie möchten. Habe ich doch gesagt, dass ich möchte. Nochmals vielen Dank für Ihre Geduld. Wir melden uns, falls wir noch Fragen haben. Gute Nacht. Also das ist wirklich schäbig, Alex. Halt, stopp! Steigen Sie aus, bitte. Hä? Wo soll das denn jetzt? Machen Sie bitte den Motor aus. Herr Wegner, Sie haben doch reichlich Alkohol getrunken. Und trotzdem setzen Sie sich hinter das Steuer Ihres Fahrzeugs. Das kann jetzt nicht wahr sein. Steigen Sie aus. Bitte. Wir rufen die Kollegen, die klären das dann. Das meint ihr nicht ernst. Kommen Sie. Bitte kommen Sie, Herr Wegner, ich begleite Sie. Ihr spinnt doch. Ihr spinnt doch total. Na, na, na. 1,3 Promille.
Nicht gerade wenig, Herr Wegener. Da müssen Sie ein Weilchen zu Fuß gehen. Na, prima. Wir hätten da noch eine Frage. Mit euch rede ich nicht mehr. Sie waren zur Tatzeit nicht im Restaurant. Als Sie zurückkommen aus dem Park, nehmen Sie nicht den Vordereingang, sondern kommen von hinten, vom Wirtschaftshof. Eigentlich haben Gäste da nichts zu suchen. Aber Sie haben ja Ihr Auto dort. Was ist das für ein Umschlag, Herr Wegener? Wo habt ihr den her? Lag in Ihrem Auto. Sie hatten nicht abgeschlossen. Wir dachten, bevor was Wichtiges verloren geht... Wissen Sie, wie viel Geld in dem Umschlag ist? Das lässt man doch nicht einfach im Auto liegen. Ich wette, wir finden auf diesem Umschlag die Fingerabdrücke von Ihrem Sohn Mark, von Kai und von Ihnen. Ach, Mark hat Kai Geld gegeben in einem Umschlag, braun A5. Und diesen Umschlag haben wir nicht gefunden bei dem Tod. Weil der Umschlag in Ihrem Auto liegt, Herr Wegener. Haben Sie Kai das Geld weggenommen? Viel Geld. Aber reicht das? Für einen Mord in der Familie? Ihr spinnt doch! Ich denke, es ist an der Zeit, dass Sie zu uns sagen. Sie stehen unter dringendem Tatverdacht. Hey, ich tue doch dem Jungen nichts an. Der ist Familie. Dann erklären Sie uns, wie Sie zu dem Umschlag kommen. Hier. Wie viel ist das? Wie viel? Sag doch. Er lag da, die Kohle in der Hand. Da dachte ich, bevor das jemand mitnimmt... Herr Wegener, sagen Sie uns endlich die Wahrheit. Das ist besser für Sie, als wenn wir uns das alles zusammenbasteln müssen. Sie können mich mal. Hier, ich habe noch was für euch. Von unseren Drogis. Was ist das? Die ermitteln wegen Crystal Meth, verunreinigt. Ein Todesfall in Brandenburg. Wird auch in Berlin verkauft. Bist du bei denen auch reingegangen? Quatsch, da ist die ganze Nacht jemand da. Und warum interessiert uns das jetzt? Ach, warum wohl, Herr Oberkommissar? Kai Wegener war da beteiligt. Zumindest Anfangsverdacht. Ich hab was. Was denn, Lehmann? Ich hab nochmal nachgefragt. Sämtliche Gäste wegen dieser Champagnerflasche. Einer sagt, er hat gesehen, dass sie abgeräumt wurde. Nicht von einem Kellner, aber jemand vom Personal. Ja und? Weiße Jacke, weiße Hose, Schürze. Na, da ist ja wirklich mal was, Lehmann. Sag ich doch. Komm. Der hat mir die Scheiße aufgedrängt. Ich wollte es überhaupt nicht. Special Price, ich mach den Special Price. Ich bin fast krepiert an dem Zeug. Das war nicht sauber, der hat mir Scheiße verkauft, das Arschloch. Sie stehen auf der Terrasse, rauchen eine. Sie haben die Champagnerflasche aus dem Restaurant mitgenommen, von einem Gästetisch. Wenn Sie das teure Getränk auch mal probieren wollen. Und dann entdecken Sie Kai Wegener. Am Brunnen, ja. Und dann sind Sie hin. Ich wollte ihm aufs Maul hauen, dem Arschloch, aber... Aber? Er war nicht allein. Wie viel ist das? Wie viel? Sag doch. Der Bräutigam war da. Ja, das ist zu wenig. Du bist nicht der Einzige, der mich aushaugt. Wir haben ihn nicht gesehen. Das ist zu wenig. Ich muss erst Bargeld besorgen. Komm in mein Büro. Das Arschloch hat Geld gezählt. Wann denn? Montag. Montag krieg ich den Rest. Alles. Montag, klar. Dienstag krieg ich den Bullen. Auf mich. Was haben Sie gemacht? Sind Sie wieder in Ihre Küche gegangen? Ja, bin ich. Was ist mit der Flasche passiert? Habe ich irgendwo hingestellt. Sie war leer. Ja, das sollen wir Ihnen glauben. Ja. Machen wir aber nicht. Mann, euer Arbeitseifer ist derartig ätzend. Ich bin so müde. Samstag, 5.58 Uhr. Hier. Guckt euch das an. Villa mit Seeblick. Mitten in Berlin. Ich meine, sowas kostet Millionen. Unser einer wohnt zur Miete, obwohl ich mir mit euch die Nächte um die Ohren schlage. Ja, mach was mit Gold. Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Möglicherweise hat Kai ihren Sohn erpresst, Herr Wegener. Wir fragen uns natürlich, womit. Haben Sie da eine Idee? Nee. Hatte Kai irgendwas mit der Firma Kings Gold zu tun? Wusste er Bescheid über, naja, sagen wir mal, Betriebsgeheimnisse? Der doch nicht. Hatten Sie eigentlich Kontakt mit Ihrem Neffen? Ich? Was ich von ihm gehört habe, hat mir völlig gereicht. Wenn Sie mal überlegen, wann haben Sie Kai das letzte Mal gesehen, vor der Hochzeitsfeier? Wie lange ist das her? 2 Jahre, 3 Jahre, was weiß ich. Noch so lange? Ja. Sie lügen, Herr Wegener. Wie bitte? Kai wurde beobachtet. Es gab den Verdacht, Ihr Neffe ist an größeren Drogengeschäften beteiligt. Crystal Meth und sowas Scheußliches. Kai wurde beobachtet, was er macht, wo er hingeht, mit wem er zusammen ist. Und da kommen Sie ins Spiel, Herr Wegener. Stellen Sie sich das mal vor. Man beobachtet, wie Kai einen sehr auffälligen Herrn trifft. In Neukölln. Wildes Outfit, muskulös, sehr selbstbewusst.
Da werden die Kollegen natürlich aufmerksam. Wer ist denn das? Das ist ein Reflex bei denen. Sie verfolgen den Mann bis vor seine Haustür. Tolle Villa direkt am Orangesee. Na, da klärt sich dann alles. In der Villa wohnt ein Onkel von Kai Wegener, Geschäftsmann, nicht vorbestraft. Der liebe Kai hat einfach Kontakt mit der Verwandtschaft. Onkel Uwe. Schauen Sie sich mal die Fotos an. Hier. Anderthalb Wochen her. Herr Wegener? Über Kingsgold wissen wir mehr, als Sie denken. Da wird bereits ermittelt. Wenn jetzt ein Mord dazukommt, können Sie sich vorstellen, was ab morgen in der Firma los ist. Auch wenn wir uns wiederholen. Sie haben die Chance, sich und Ihrer Familie was Gutes zu tun. Reden Sie endlich, Mensch! Ich muss erst Bargeld besorgen. Komm in mein Büro. Wann denn? Montag. Montag krieg ich den Rest. Alles. Montag, klar. Dienstag krieg ich den Bullen. Lass mich. Mit Gold kannst du nichts falsch machen. Gold ist das sicherste von der Welt. Was ist das denn für eine Scheißwelt? Wir schuften von früh bis spät immer nur die Firma, die Firma. Samstag, 7:01. Wir haben 40 Millionen verloren. In einem Jahr. Das musst du mir nicht erzählen, das weiß ich. Die Ratte war in Marks Büro, hat sich da reingeschlichen, weil er Geld brauchte. Andauernd brauchte der Geld. Mark hat ihm immer was gegeben. Fuffi, Hunderter. Du verkaufst und verkaufst und verkaufst. Was soll ich denn sonst machen, deiner Meinung nach? Na, wie viel Gold haben wir noch? 500 Kilo? 600? Du warst einverstanden damit! Aber nicht so viel! Nicht so viel! Kai hat alles mit angehört. Unser Gebrüll im Vorzimmer. Die Security hat ihn durchgelassen. War ja Familie. Wenn der Preis nächstes Quartal 5% nach oben geht, in New York... Hör auf! Ich kann das nicht mehr hören. Mark verkauft das Gold, um die Zinsen auszuzahlen. Immer mehr. Immer mehr. Wenn! Ich kann das nicht mehr hören! Das Gold gehört den Kunden. Das gehört doch nicht uns. Die Ratte hat sofort kapiert, was läuft. Da war er clever, wenn er jemandem schaden konnte. Kai hat mitbekommen, dass sie Gold verkaufen, das ihnen nicht gehört. Und dann hat er ihren Sohn erpresst. 100.000. Sonst geht er zur Polizei. Ich habe auf ihn gewartet, in Neukölln, auf der Straße. Ich habe mit ihm Bier getrunken. Ich war freundlich. Er soll aufhören mit dem Mist. Wir sind doch eine Familie. Aber er hat nicht aufgehört. Was ist am Brunnen passiert, Herr Wegener? Montag, klar. Dienstag krieg ich den Bullen. Lass mich. Mark hat ihm Geld gegeben. Ich hab's gesehen. Mark ist weg. Ich hab Kai gesagt, er soll das Geld zurückgeben, sofort. Halt die Schnauze! Ihr bescheißt doch alle! Die blöde Kifferfresse hat nur gegrinst. Ihr seid kriminell, die ganze Kackfamilie! Wo hatten Sie die Flasche her? Er stand da, auf der Terrasse. Sie haben die Flasche mitgenommen, zum Brunnen. Ich hab ihn gewarnt, in Neukölln, er soll aufhören. Wir sind doch Familie. Die ganze Kackfamilie! Alle kriminell! Ich hab ihn gewarnt. Ich schlag dich tot, habe ich gesagt. Ich schlag dich tot. Samstag, 7:45. Wir haben Schrott im Tresor. Kupfer mit Goldüberzug. 2% Gold, der Rest ist Schrott. Die Kunden merken nichts, die sind bloß geil auf ihre Gewinne. Die sind sowas von dämlich. Samstag, 8:04. Mark hat mit Aktien angefangen. 15 Jahre her. Hat sich Geld geliehen von mir. Nach 6 Monaten hatte ich das zurück. Plus 10% Zinsen. Mein Junge ist genial. Der weiß, wie es geht. Ich habe mich gewundert. Ich sollte keinen Röderer kaufen für die Hochzeit. Irgendwas preisgünstigeres. Moet Chandon kostet die Hälfte. Das kannst du nicht bringen, habe ich gesagt. Marc, das ist deine Hochzeit. Da wird nicht gespart. Hat er nichts mehr gesagt. Tja. Guten Morgen. 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 Hier die Herren, meine Visitenkarte. Falls Sie mal was zu feiern haben. Frühling. Wird ein schöner Tag. Heute. Ja? Hey.
Schön, dass du anrufst. Ja, ich bin fertig. Frühstücken. Super Idee, oder? Ich hol dich ab. Okay? Okay. Müde, ne? Überhaupt nicht müde. Gar nicht. Wie kommst du denn darauf? Traumhochzeit von Tom Peukert. Cold is my blood, gold is the name. To say the word, I want you. Die Rollen und ihre Darsteller: Alexander Polanski, Alexander Kuan, Lehmann, Shorty Scheumann, Jule, Anjorka Strechel, Marc, Florian Lukas, Tessa, Eva Meckbach, Uwe, Hans Stiel, Jackie, Andreas Hoppe, sowie Hildegard Alex, Cornelia Boje, Andreas Pietschmann, Max Schlüpfer und Angelika Thomas. Ton Bernd Bechtold und Susanne Bronder. Regieassistenz Theresa Schomburg. Dramaturgie Regine Ahrem. Musik Harmann. Gesang Christiane Hagedorn. Regie Nikolai von Koslowski. Gold in my veins cry. Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2016 für den ARD-Radio-Tatort. Wishful material, time has come.